Das macht dann 12,88 €. Nein. Ich habe 12,85 €. Es muss eben alles nochmal eingetippt werden. Was soll das? Kann sie nicht aufpassen? Mademoiselle hat sich eben geirrt. Kann doch jedem mal passieren, oder nicht? Oh la la, die Leute sind unglaublich. Wie viel habe ich auf meinem Konto? 248.596 €. Ich muss sparen. Das tun Sie bereits. Ist viel zu wenig. Bist du eigentlich immer noch so geizig? Nein, überhaupt nicht. Was? Abgelaufen? Sind Sie so nett und geben mir ein Autogramm? Wie lautet Ihr Name? Laura Delmer. Ich bin deine Tochter. Sowas soll's geben. Warum hast du es mir nicht gesagt? Dass Ihr Vater der größte Knauser der Welt ist? Ich bin die neue Cellistin. Wären Sie so nett und schenken? Nein. Ein bisschen Ihrer Zeit. Valerie, sollten Sie gern essen von Zeit zu Zeit? Wir zwei, meine ich. Dienstag? Ja, er hat mich zum Essen eingeladen. Oh. Was ist? Nichts, vergiss dann nur nicht deine Kreditkarte. Haben Sie vielleicht Krabben? Eine Portion Krabben. Eine Portion ist vielleicht ein bisschen viel. Gibt's die auch stückweise? François? Ja? Ich möchte Sie um was bitten. Nicht länger als 2 Minuten duschen. Was ist? Du bist total verklemmt und ganz kalt. Du solltest dich anderen gegenüber öffnen. Was will sie? Möglicherweise will sie sie nur kennenlernen. Sie sind schon recht naiv für einen Banker. Valerie, weißt du, ich dich auch. Nein. Ihre Rechnung, Monsieur? Würden Sie dieses hämische Grinsen lassen? Sie übertreiben ein bisschen. Sie stadtbekanntes Sparfüchschen.